So, meine lieben Freunde, muss ich doch mit 2,7K filmen. Dann nehme ich euch mal mit. Ich hoffe, das haut so einigermaßen hin. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Keynote detected. Hold on marking. Alter, was ist denn da mit der Scheiße? Nicht detected. Okay, jetzt hat er es. So, meine Lieben, starten wir mal ab. Ich hoffe, mein Saugnapfhalter hält. Dann gehen wir in den D-Modus und hotten mal los. Ich bin hier noch im fünften, muss jetzt auf der anderen Seite. Heute wird Las Vegas voll. Das sind Muscle Cars, das sage ich euch. Dodge Challenger. Geile Reifen um die. Alter Schwede. Challenger Daemons. Geil. So. Es ist 10:45. Nummer eins, Viertel nach eins will ich da sein. Ich mache nachher aber auch aus. Die Kamera, wenn es ein bisschen langweilig wird auf der geraden Strecke, wird es ja ein bisschen öde. Für euch. So, lass mal schauen. Ja, wunderbar. Gerade? Boah, ne? Ich kann das schlecht sehen. Müsste aber gerade sein. Müsste gerade sein und sonst ziehe ich das im Videoschnittprogramm wieder hin. Ne? Dreh das hin. Aber das dauert. 2,7K Material zu encoden. Ich habe ja keinen langsamen PC. Eieiei, der ist echt am Kämpfen. Ne? Und 4K Material noch heftiger. Brutal.
So, Leute, grün, kommt, seht zu. Dann bleibe ich erstmal ein bisschen weiter in der Mitte, damit ich hier besser durchflutsche. Ah, ich habe geguckt, wie viel PS die Kiste hier hat. 184. Das reicht aus. Kiste erinnert mich so ein bisschen an meinen Chevy Equinox. Hieß der Equinox? Das war auch ein SUV. Das war auch ein geiles Auto. Chevy Equinox. Den habe ich damals noch angemietet im Bus Riviera noch stand bei Herz. Ja, Herz habe ich jetzt das erste Mal seit Jahren, ich glaube die seit 2 oder 3 Jahren habe ich das erste Mal wieder Herz genutzt als Vermieter. Die hatten ja bei mir so verschissen, ihr könnt euch ja sicherlich noch erinnern, oder einige von euch, wo die Else da im Win mir da so eine Mini-Kasperbude geben wollte. Ne? Und ich erst noch im Encore war, am Warten war, da war der Bus gar nicht besetzt. Ne? Also ganz toll. Ne? Da war ich ein bisschen genervt von Herz. Da habe ich gesagt, so die strafe ich jetzt ab, die will ich die nächsten Male nicht mehr nutzen. Stattdessen habe ich mir Sixt und Alamo genommen. Und jetzt aufgrund eines Angebots, was richtig günstig war, habe ich wieder bei Herz zugeschlagen. Ihr wisst ja, was richtig günstig ist, dann schlage ich auch zu. Jo. Ja, ich sag sowas, wenig geschlafen, 6 Stunden gepennt, ne? Boah. Habe ich sonst noch was zu erzählen? Nee, ne? Ich wüsste nicht. Hier ist die Maryland, ne? Der Maryland Parkway. Ah, das ist auch ein Schild. Das kann man kaum lesen. Ist total ausgeblichen von der Sonne. Echt heftig. Hier sieht man auch ganz viele Autos, wo der Klarlack verbrannt ist. Ne? So brutal ist hier die Sun. Ne? Aber hat einen Lagerschaden oder irgendwie sowas. Oder ein Reifen, das sich richtig ausgewuchtet. Man hört es. Irgendwas von den Rädern oder so. Das ist mir gestern schon aufgefallen. Man spürt es auch im Lenkrad. So leichtes Zuppeln. Übrigens mit der Beule hinten, das nennt man im Englischen Dent, D-E-N-T. Ne?
Das ist eine Beule. Hier sind wir schon wieder bei den ganzen Autohändlern. Und dann müsste ich auch gleich wieder rechts ab. Wir wissen es, wir müssen hier auf die 95 oder 93. Irgendwie so. Hier sind die All-Pro Painters. Das ist alles Fusch hier bei den Amis, ne? Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Wenn die auch im Stratosphäre, da sind die auch immer renovieren, ne? Ich meine, im ersten Moment sieht das natürlich alles schick aus, ne? Aber das ist alles scheiße verarbeitet, ne? Das ist alles hauruck zusammengeknallt, ne? Also sowas wird es in Deutschland nicht geben. So ein Fuschwerk. Zwangspause. Schneide ich raus. So, und nun kommt gleich wieder die Kreuzung, wo wir rechts ab müssen. Hier. Beim Boulder Highway oder auf dem Boulder Highway. Also ihr braucht nur die Sahara runter bis zum Boulder Highway und dann rechts. Ja, für mich fahr doch. Alles easy going. Dodge Ram. Truck Sender. Alter, das Kissen. Panzer. Was kosten die? Da steht nicht. $1000 auf. $10,000. Also gebrauchte und neue. Und da hinten, wo ihr die Brücke seht, also nicht die hier, sondern jetzt die nächste, da müssen wir rauf. Aber das wisst ihr. Wer meinen Channel regelmäßig guckt, weiß das. Nach dem Frühstück heute war ich noch mal ganz kurz um 20 Uhr am Buffalo verhaften und mir noch mal ein Käffchen reinsaugen. Ein Casino-Käffchen. Was ist passiert? Perl hat wieder 120 Flocken gewonnen. Uah. So, nun kann ich mich mal mit dem Tempomat beschäftigen. Aha. Mit dem WIP-Taster kann ich die Geschwindigkeit einstellen, aber wie kann ich es bestätigen? Moment, da ist noch irgendwas mit. Aha, on. Ah, ist auf on. Wie aktiviere ich das? Mit drücken. Okay. Tempokurs. Er ist hoch. Da blinke ich. Keine Ahnung.
Alles klar, ich hab's drauf. Ich weiß, wie es geht. Also. Stelle ich mal auf 60 Meilen ein. Erstmal. 61. Wie schnell darf ich denn hier? 65, ne? Stelle ich mal auf 65. Okay. Alles easy going. Also mit dieser Tastenwippe an dem Blinker, das vorne an der Stirnseite so eine Wippe, damit kann man die Geschwindigkeit voreinstellen. Aber wenn man will, zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit, soll er dann den Tempomat zu schalten, hält man einfach die Wippe, den oberen Knopf, womit man mehr Plus gibt, einfach in die Sekunde fest. Und dann startet er. Und oben hat man dann nochmal so einen kleinen Schiebeschalter, wo man ihn schnell wieder deaktivieren kann. Wobei der Tempomat deaktiviert sich natürlich auch, wenn man auf die Bremse baut. Ne? Klare Sache. So, jetzt geht man einfach in die Mitte. Also, die Übersicht hier in dem Tiguan ist toll. Im Vergleich zu meinen letzten Autos. Na ja, gut, jetzt sitze ich natürlich auch schön hoch. Ne? Also, das heißt schön hoch, aber höher als normal. Ne? Das ist ja der Vorteil bei SUVs. Die haben ja sowieso eine gute Übersicht. So, jetzt müsste ich mal meinen Tempomat ausschalten. Also mal ein bisschen auf die Bremse treten. Meilen komme ich wohl mit einer Tankladung um den Dreh. Zumindest zeigt mir das Auto an. Och, das ist doch nicht so schlecht vom VW gelöst. Also das habe ich mir ein bisschen umständlicher vorgestellt. Das geht. Im Gegenteil, das ist sogar sehr angenehm, weil man mit den Fingern so immer in der Nähe ist, weil man das Lenkrad da ja anfasst und ja, direkt mit den Fingern an den Blinker hebeln ist. An der Stirnseite. Also das passt ganz gut. Kann man nicht rummosern. So, 67 habe ich jetzt voreingestellt, dann passt das. Denkt bitte dran, die Tachonadeln gehen hier zwar auch vor, sprich wenn man 65 im Tacho sieht, fährt man natürlich keine 65, sondern ein bisschen langsamer. Allerdings ist der Unterschied zu unserem deutschen Vorlauf ein ganz anderer. Die sind wesentlich exakter. Das sind nur ganz wenige Prozente. Also wenn der Tacho anzeigt 65, fährt das Auto 64. Das ist so als Faustformel, könnt ihr das mal nehmen. Also hier ist ja jetzt 65. Wenn man 67 einstellt, fährt man mit 66, man könnte sogar mit 68 einstellen. Also bei 2, 3 Meilen oder 4, 5 Meilen, glaube ich auch noch nicht mal, sagen die wohl nichts, wenn sie irgendwo mit dem Laser stehen. Aber nagelt man da mit 10 oder, ich glaube mit 10 Meilen schneller als erlaubt, dann könnten sie schon ein Ticket verpassen. Zirkuszelt? Der Zirkus ist in Town. Tatsächlich. In Deutschland brennt es auch schon wieder in die Sonne. Vorhin habe ich mal geguckt, 22 Kilowatt und die Anlage hat immer noch fleißig produziert. Nehmen wir an, heute 25, 26 Kilowattstunden, also 26.000 Watt Stunden, werden vom Dach kommen. Bei einem Tagesverbrauch von 2 Kilowatt, also bei einem Tageszukauf von max 2 Kilowattstunden. Also die Anlage produziert massiv Plus, aber auch noch nicht lange. Erst ein paar Wochen, beziehungsweise jetzt die Tage. Wo es auch in Deutschland lange hell ist und die Sonne mehr Kraft gewinnt. Von Autos, ne? Mann, nochmal noch hier, dieser Dodge Ram hier vor uns, ne? Ein Ofenrohr an Auspuff, das Ding hat PS ohne Ende. Völlig krank.
fühlt sich gut der Tiger an, muss ich so sagen. Angenehm. Aber was ich nicht so schön finde, ist die Klimaanlage. Schalte mal Thermomat aus. Die Klimaanlage ist keine Klimaautomatik. Das muss man immer von Hand nach regeln. Das finde ich ein bisschen schade. Geht sicherlich auch gegen Aufpreis. Vom Tempomaten. Was er nicht hat, ist Abstandsregelung und so Zeug. Ne? Das hat die Kiste nicht. Das ist eine feine Sache. Das habe ich ja beim Toyota Corolla gehabt. Also der bremst hier ab, wenn der vor einem bremst, bremst der Corolla auch ab. Also ist unglaublich. Oder wenn man zu schnell ist und auf dem Hindernis zu schnell zufährt, dann piept er erst. Und er wird da wahrscheinlich auch eine Notbremsung machen, bevor man da irgendwo entgegenknallt, ne? In letzter Sekunde. Also der warnt einen. Ja, coole Sache. Das ist neu hier. Hammer. Okay. Die haben wir hier komplett neu gebaut, die Brücke. Okay. Premierentour. Achso, und dann ist da gleich der Rechtsabbieger wieder. Okay. Searchlight rechts. Meine lieben Freunde, das kennt ihr ja. Hier will ich gleich ausmachen. Ein bisschen albern, ne? Das ist ja nur geradeaus.
40 erlaubt. Echt aufpassen. Hier steht überall Cops. Aber die Strecke, die verleitet natürlich auch zum Rasen. Ne? Ist nur hier. So, ich mache jetzt mal aus. Da kommen ja jetzt gleich die ganzen Solarkraftwerke und der ganze Quatsch. Und jetzt muss ich eine ganze Zeit geradeaus fahren. In Searchlight melde ich mich mal wieder. Liebe Freunde, wir nähern uns Searchlight. Das lange Geradeausstück ist vorbei für ein paar Minuten zum Postgarten. Zum Sachschon. Zum Briefmarken holen. Ich wollte gerade sagen Stamps. Mir fiel das deutsche Wort nicht ein. Briefmarken. Eieiei. Perle. Hier aufpassen. Hier stehen die Cops mit Radarkanonen rum. Searchlight ist hier auf der Strecke berühmt. Hier rechts sieht man auch hier alte Minen. Hier wird oder wird immer noch Gold geschürft. Hier holen sie Gold aus dem Boden. So, mache ich mal die Kiste aus hier. Weil wir gleich hier vermutlich werden sich haben und da halte ich mich pingelig dran. Searchlight, willkommen. Historic Mining. Gleich wieder irgendwo rechts ab zu unserem Postoffice. 25. Office hier links. Links, meine Liebe, links. Ey, Oldtimer-Ausfahrt, geil. Vorne auch einer. Cool. So, da wollen wir mal in den Post reinstiefeln. Briefmarke organisieren. Und ich habe die auf, aber normalerweise müssten sie aufhaben. Doch, da rennt jemand rum. Ah.
Werde ich mal reinpiesen. Postkanone, oh, scheiße, mein Rucksack, du, der ist voll. Jetzt, bis gleich. Bin ich wieder vor mir. Ich glaube, ich werde euch mal sauber machen. Die Scheibe ist ganz schön verdreckt. Hier sind meine Postkarten. Seht ihr sie? Seht ihr sie? Ich habe sie. Wunderbar. Postcards. Nicht Postcards. Stamps. So. Fahren wir mal zur Tanke. Und werden unsere Scheibe mal reinigen. Scheibenreinigung, meine lieben Freunde. Lass mal gucken, wo ist denn so ein Scheibenreinigungsödel? Das sind ja eigentlich überall, ne? Hier ist keine. Scheiße. So, keine. Ey, das ist doch ätzend. Da wäre einer. Und hier? Hier ist auch einer. Gut. Wunderbar. Dann mache ich euch mal sauber. Thank you.
eine der wenigen Tanken, die Reinigungsmittel im Wasser haben. So. Lass mal den dicken Hummer da noch vor. Dann fahren wir weiter. Meine Lieben. 3.13. Günstiger als in Las Vegas. So. Weiter geht's. Fully expect delays. 55 Meilen pro Stunde. So, nun geht's wieder geradeaus, meine Lieben. Wahrscheinlich durch eine 17 Meilen lange Baustelle, das sind 30 Kilometer. Nicht ganz. Keine Ahnung, ich schätze mal 28 Kilometer. Ich blende es mal ein, ob ich mit meiner Schätzung richtig bin. Oder 27, 26. 17 Meilen, sagen wir mal 27 Kilometer. Gucken, wie weit ich daneben liege. So, ich muss rüber. Ach du Scheiße. Nun gut. Dann ödeln wir uns hier mal durch die Baustelle. Erwischt werden. Also fahren wir mit 58. So, ich mach mal aus, ein bisschen langweilig. Baustelle für den Schock, ne? Ich melde mich nachher am Abzweiger wieder. Da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Immer noch in der Baustelle. Und gleich kommt der Linksabbieger. Also der Mercedes da vorne, der fährt da dicht auf. Der hat eine halbe Wagenlänge Abstand. Und wir fahren hier immerhin mit 90 km/h. Wenn der vor ihm in die Eisen geht, der nagelt eben so rauf. Das ist wieder ein klares Zeichen dafür, dass die Amis einfach hohl sind. Dass die nicht Auto fahren können. Die können vieles nicht. Aber das besonders. So, es ist jetzt 12:45 Uhr. Da sind wir losgefahren im Stau. Es ist jetzt 20 nach 11. So schnell geht's. 1,5 Stunden brauchen wir ungefähr. Ein bisschen mehr. Das war rechnen. 1,35. Wenn man nicht rumtrödelt. Das Flattern hier im Lenkrad, das ist irgendein Rad nicht vernünftig ausgewuchtet. Flattert so ganz minimal, ich sag das ja vorhin.
60. So, dann will ich dann gleich mal zu meinem Casino Ost sausen. Also da checke ich nicht ganz regulär ein, sondern rechts vom Haupteingang befindet sich ein Spezial-Gäste-Service-Bereich, auch in der Glas. Und da will ich mich jetzt umtreiben. Priorisierte Gäste. Ja, der Perlen hat es priorisiert. Unglaublich. Unglaublich, der Perlen. Ja, hier will ich mir das in der Woche gut gehen lassen. Was ich in der Woche mache, weiß ich noch gar nicht so genau. Ein bisschen rumoxidieren. Füße hoch. Also hier hat man echt seine Ruhe, ne? Und das kann ich gut haben. Brake-Check, weil es so steil nach unten geht, über Meilen und Meilen. Temperatur 86 Grad Fahrenheit. Jetzt wird es wieder kuschelig. Ich hatte es ja schon in Vegas heute Morgen gesagt, dass es heute kuschelig wird. Aber ich nehme an, das wird gleich noch mehr, weil wir jetzt auch nicht runterfahren.
Platz habe ich ja in meinem Zimmer im 15. Stock, glaube ich, bekommen. So den Dreh. Oder 12. Oder 14. Ich weiß irgendwie so 12, 14, 15. Und ich habe meinem Host dort gesagt, so hoch wie möglich. Und sie hat geschrieben, kein Problem. Boulder City gesagt. Boulder City meine ich. Perle. Von Boulder City gesagt. Bullhead City. Ei, Perle. Unglaublich. Ja, die Verblödung geht auch. Die Verblödung geht auch nicht an mir spurlos vorbei. Gesehen, von hier sind es 34 Meilen bis Kingman. 50 Kilometer. Eine coole Location hier. Also mein Schlafmangel macht sich ein bisschen bemerkbar.
Koyos, where the winners stay. Play. A winning experience. Meine lieben Freunde. Na, wollen wir gucken, ob das eine winning experience wird. Where winners play. Genau. Wo die Gewinner spielen. Na. Glauben die auch wohl selbst nicht. Die einzigen, die gewinnen, sind das Casino. Ist doch klar. Also wenn man gewinnen will, muss man Casino aufmachen. Da macht man nicht ganz so viel falsch. Oh, hier ist aber voll. Hier ist voll, meine lieben Freunde. Beim Wallet Parking, ordentlich Quetschparty. Gucken wir uns mal das Parkhaus an. Daran sieht man ja, wie voll das hier ist. Lass mich vor, das nett. Langweilig. Der Colorado. Und was sagt die Poollandschaft? Ei, auch Quetschparty. Voll. Heftig. Scheiße. Hier könnte ich mich noch reinquetschen. Nee, das mache ich aber nicht. Oh, hier sind aber ein paar Lücken. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt sehen wir was. Schöne Suche hier. Ich fahre noch einen höher. Ich fahre noch mal höher. Meine Lieben. Ja, hier ist. In Section 4 ist alles frei. Und wo parke ich? Ich weiß auch schon wieder wo. An meinem Lieblingsparkplatz. Ihr kennt ja den Perle, ne? Genau.
Genau. Ich parke hier, meine lieben Freunde. Wunderbar. Boom. Wirklich wunderbar. Ein bisschen schief, ne? Warte mal. Boah, ist das warm. Boah. So, wir sind da, meine lieben Freunde. Ich mache euch aus und check jetzt mal ein. Dann melde ich mich im Zimmer wieder. Bis gleich.